bin hier mit dem Kapitän Olaf Hartmann, der schon viele Ecken auf dieser Welt per Schiff gefahren hat. Ich habe mit der Seefahrt begonnen bei Hapag-Lloyd, damals noch auf Frachtern natürlich, Containerschiffen. Und bin dann Anfang der 80er Jahre auf die damalige Europa dann gekommen und dann bin ich infiziert worden und seitdem begeisterter Kreuzfahrer und ich hoffe, dass ich noch ein paar Jahre das machen darf. Warte mal, da gibt es doch immer so ganz spezielle Anekdoten oder Seemannsgarn oder wie immer man das nennen könnte und vielleicht irgendwas zum Besten geben, was Sie so... Ja. Naja, Seemannsgarn ist natürlich erfunden, aber Anekdoten gibt es natürlich viele. Gerade jetzt im Sommer ist so eine kleine Geschichte passiert, wo wir in Hamburg losgefahren sind auf eine Nordlandreise, aber nur ganz wenige Ananas an Bord bekamen, obwohl wir eine große Menge bestellt hatten. Und der Rest sollte dann in Island kommen, in Reykjavik, kam nicht an und Ananas gehört... ich sag mal, zu den Grundnahrungsmitteln auf einem 5-Sterne-Kreuzfahrtschiff. Und der Hoteldirektor, der war natürlich ganz geknickt, dass er nun keine Ananas hatte. Wir kamen nach Spitzbergen und er hat dann auf Ersatz gesonnen. Er hat dort die einzige nördliche Bierbrauerei dann entdeckt und die haben wir dann besichtigt. Und als wir dann damit fertig waren, sind wir dann noch in den lokalen Supermarkt gegangen und dort genau im Eingang standen zwei große Paletten mit frischen Ananas. Es stellte sich heraus, dass das eine Fehllieferung war, dass niemand diese über 500 Ananas eigentlich haben wollte, dort in Spitzbergen. Und wir wurden uns also ganz schnell handelseinig mit der Marktleitung und haben dann diese beiden Portionen Ananas, insgesamt 508, wenn ich das genau noch im Kopf habe, haben wir dann natürlich an Bord bekommen und auch für einen ordentlichen Preis. Und die waren bester Qualität, denn die waren gerade mit dem Flugzeug, waren die an Bord geliefert worden. Für was nicht alles so ein Bierbesuch in der Kneipe gut ist, wenn man dann so durch die, genau, die Gegend strömt. Ja, also es ist möglich, dass es entweder die Ananas waren, die wir eigentlich bestellt hatten und nicht bekamen. Wahrscheinlich. Aber man könnte vielleicht auch eine andere Moral aus der Geschichte ziehen, und zwar die, dass wo Bier gebraut wird, es auch Ananas gibt. Das ist eine gute Geschichte. Gutes Schlusswort. Vielen Dank. Passt gut zusammen. Dankeschön.